Hallo, meine lieben Freunde, machen wir heute mal ein ganz anderes Video. Und zwar bin ich gefragt worden in den Kommentaren, ob ich nicht mal was zu meinem Werkstatthocker machen könnte. Den habe ich mir vor 3 oder 4 Jahren mal gebaut, weil ich ein Bild davon auf Pinterest entdeckt habe. Ich erzähle euch mal, wie der gebaut wird. Den kann man relativ einfach nachbauen. Schon ein bisschen aufwendig. Der Vorteil ist, dass man den auch als Unterstützung benutzen kann, wenn man von der Bandsäge aus mal so einen Bock braucht. Ja? Unter anderem habe ich mir dazu auch hier an der Seite hier diese Kugelrollen, die ich mir in China bestellt habe, ja, kugelgelagert, montiere ich mir dann hier ein bisschen fest und dann kann wunderbar ein größeres Brett drüber kleiden. Das ist das eine. Dann legen wir mal auf die Werkbank, um euch mal so ein paar Details zu zeigen, wie das eben gebaut ist. Ja. Gibt es nicht viel dazu zu sagen hier. Habe ich mir sogar noch Metall eingelassen, um hier mit einer Schraube das, was man oben rausfahren kann, dann festzuklemmen. Das sind eigentlich zwei Teile. Die Kontur kann man hier sehen. Das sind zwei die gleichen Konturen. Nur, dass das eine in die Richtung geschlitzt ist und das andere Teil in die andere Richtung, sodass man sie ineinander stecken kann. Gehalten wird das Ganze durch diesen Ring. Und ich habe damals alles hier in Spanplatte gemacht. Ich ärgere mich ehrlich gesagt heute, dass ich das nicht in Siebdruckplatte oder in Multiplex gemacht habe. Ich glaube, das dürfte euch schon reichen, um zu sehen, wie der gebaut ist. Gut. Ja, ich habe mir gedacht, bei der Gelegenheit machen wir mal so einen kleinen Werkstattrundgang. Hier habe ich meine Sägen und ja, Brecheisen und sowas montiert. Da meine Pressluft, die ich hier so schön rausziehen kann. Wenn wir da schon gerade bei der Pressluft sind, dann. Und hier kann ich, weil das sonst so blöd zu erreichen war, habe ich mir hier so ein Ding dran gemacht hier. Und dann sehe ich schon, ob es auf ist oder zu. Ja. Und die Verteilung in den anderen Teil der Werkstatt. Und da habe ich hier oben so eine Haspel, auch selbst gebaut. Und da oben kann ich den Luftdruck vom Kompressor kommt über ein Kupferrohr, einfach ein stinknormales Kupferwasserrohr, auf und zu und da drauf geben. Ja, zurück zu den Sägen. Meine Eisensäge, die wahrscheinlich jeder kennt, wie die aussehen, die hier hinten diesen standardmäßigen Feilenheftgriff haben, hat mir nicht gefallen. Das habe ich mal mit Multiplexplatte umbaut, ja, so dass das richtig schön zu handhaben ist. Ja. Ist ein bisschen Arbeit, auch lange gebaut, bevor ich mein YouTube angefangen habe, was sich auch sehr bewährt hat. Hier vorne einfach ein Stück Flachmaterial mit dem Gewinde reingeschnitten, ich glaube M8 war das. Da weiß ich genau, 1-2 Umdrehungen, dann ist das fest und auch wieder lose. Hier meine Stecheisen, meine Hobelsammlung. Ja, was auch eine gute Idee ist, bilde ich mir ein, meine Holzleimflaschen. Da habe ich mir einfach ein paar gute, ordentliche, stabile Flaschen, die man sich irgendwo auftreiben muss, so ausgerüstet hier oben, die Silikonspitzen, die man ja eigentlich genügend hat.
da eingearbeitet mit der Heißklebepistole, abgedichtet. Der Rest Abdichtung erledigt dann der Holzleim, der in die Ritzen fließt. Und als Kappe auch wieder, weil die gleiche Konnexität, auch wieder eine Silikonspritze da drauf. Und ich muss euch sagen, ich hatte gedacht, ich müsste das öfters auswechseln. Das ist jetzt 2 oder 3 Jahre alt, ja. Diese Steckdose ist schaltbar mit einem Fußschalter. Einfach ein Taster, der muss natürlich auch ein paar Ampere aushalten, den Taster in ein Gehäuse eingebaut. Und wenn ich da drauf trete, dann hört er schon, da läuft mein Breme. Ja. Sehr hilfreich, wenn man den jetzt ständig am Schnurren haben will. Auch die elektrische Laubsäge, das heißt die Dekoupiersäge, betreibe ich damit. Jo, Akkuschrauber brauchen wir schon ein paar. Hier komme ich in die zweite Ebene für die Schraubendreher und Festhalteschraubendreher, die man nicht ganz so oft braucht. Ständig auf der Werkbank stehen hier auch Leinöl-Furnace-Flasche. Ja, meine Hebelschere, die ich vor ja, 40 Jahren circa gebaut habe. Ihr wisst ja, ich bin gelernter Werkzeugmacher und da war es möglich, mir sowas zu bauen. Ich glaube, ich habe damals gleich 5 Stück gebaut in der Firma, weil jeder eine haben wollte. Ja, unten drunter die längste Serviette der Welt. Sowas braucht man immer mal, um Leim abzuwischen oder so. Unterm Schraubstock hier meine Längsspannvorrichtung. Da habe ich schon ein Video drüber gemacht. Und an der Werkbank mein Leg Vise, heißt das in Englisch, Beinzange. Ja, da habe ich auch ein paar Stunden alleine an dem Rad gearbeitet. Und da unten fährt das scherenförmig auf, sodass beim Zusammendrehen und Anspannen das hier parallel gehalten wird. Ja, in der Ecke mein Mülleimer, der auch gleichzeitig fahrbar als Sitzhocker dienen kann. Nicht schlecht, wenn es kälter wird, dass man einen Ofen hat, wo man auch die Späne und Holzreste verbrennen kann. Und hier eine meiner ja, ziemlich ersten größeren Maschinen, meine Bandsäge, ja, bestimmt 60, 70 Jahre alt, von Kölle. Daneben meine Drehmaschine von Bolai, wahrscheinlich ähnlich genauso alt, also 50, 60 Jahre. Oben baumeln meine Schraubzwingen, meine Bohrersammlung und hier, ehrlich gesagt, mein ganzer Stolz, die Flott-Säulenbohrmaschine. Ja, steht auch schon seit 30 Jahren hier in meiner Werkstatt. Und wenn ihr euch mit dem Gedanken tragt, euch so eine gebrauchte Maschine zu kaufen, ja, die neuen sind alle elektronisch gesteuert mit einer Digitalanzeige wegen der Drehzahl, muss ich euch sagen, braucht man alles gar nicht. Hier oben brauche ich lediglich die zwei Zahnräder. Einmal hier auf dem großen, da auf dem kleinen habe ich eine schnelle Geschwindigkeit und wenn ich es langsam laufen lassen will, dann brauche ich einfach nur den Riemen zu verändern, hier auf die große und da auf die kleine. Und das sind eigentlich die zwei Drehzahlen, die reichen mir in ja, 99% der Fälle. Ja, die Maschine, die hat hier eine gescheite Bohrtiefeneinstellung. Genau auf dem Millimeter kann ich da die Bohrtiefe, kann das auch hier auf 0 stellen mit der Klemmschraube da. 30 cm Ausladung und 90 mm, 9 cm Bohrhub. Mal hier ans Zentrum, meine Staubabsaugung funktioniert einwandfrei, seitdem ich da den China-Zyklon rausgeschmissen habe und habe ihn ausgetauscht mit einem aus dem alten Zyklonstaubsauger, weil der wesentlich besser
gestaltet ist. Und zwar saugt ja dieser China-Zyklon, den die meisten einbauen, der saugt richtig gut Späne. Aber wenn da feiner Schleifstaub dabei ist, da hat sich immer noch jede Menge durchgemogelt bei mir. Ja, und genauso lange habe ich hier, ach, das ist schon 10 Jahre alt hier oben, die Verteilung, den Absaugverteiler. Hier kann ich eben, geht es Richtung Bandschleifer, Kreissäge offen, ja. Das ist nochmal ein Video für sich. Könnt ihr bei mir in der Verteilung mal gucken, wie ich hier meine Absauganlage gebaut habe. Und zwar ist jede Maschine mit einem Blast Gate, also mit einem, und da hinten ist ein Magnet und hier ein Reed-Relais, also ein magnetempfindlicher Schalter, könnte man auch sogenannte Mikroschalter verbauen. Und somit habe ich gewährleistet, dass wann immer ich hier an der Schleifmaschine bin, die Staubabsaugung brauche, eine runde Schleife, ach so, war nicht ganz an, und wenn ich jetzt weggehe zu einer anderen Maschine, vergesse ich unter Garantie nicht, weil ich ja das Geräusch dauernd noch höre, den nicht zuzumachen. Das ist mir nämlich früher oft passiert, dass ich dann drüben an der Bandsäge war und festgestellt habe, es saugt ja gar nicht, weil der Schieber noch offen war. Jo, diese zwei Bandschleifer, die habe ich selbst gebaut. Das ist der nach Matthias Wandel. Ungefähr vor 3-4 Jahren habe ich den gebaut. Da hinten den, das ist ja weitgehend eine Eigenkonstruktion. Da hinten drin läuft eine billige Bohrmaschine für 20 Euro als Antrieb. Ja, und momentan bin ich bei 358 YouTube-Abonnenten. Ich danke euch allen zusammen ganz herzlich dafür. Neben der Bohrmaschine nochmal so ein kleiner Schwenk, da brauche ich euch nichts dazu erzählen, was ein Spindelschleifer ist, eine Dekopiersäge. Ja, das war meine erste Tischkreissäge, die ich mir vor vielen Jahren mal mobil selbst gebaut habe. Da war dann die Handkreissäge eingebaut, da habe ich jetzt den Winkelschleifer stationär drinnen. Hier habe ich auch ein separates Video, wie ich die Staubhöhle für die größte Dreckschleuder meiner Werkstatt. Ja, hier in der Ecke ist mein Staubsauger versteckt. Hier habe ich die Mechanik, die Kabelaufrollmechanik in ein Gehäuse gebaut. Und interessanter Tipp ist vielleicht auch, indem ihr euch einfach so ein Stückchen HT-Rohr nehmt. Da kann man das wunderbar so einklemmen. Hier drüben, das letzte Stück, habe ich die Tage erst fertiggestellt. Ja, hab ja eine Bandsäge, aber für kleine, feine Arbeiten, da ist das süße kleine Ding hier auch nicht schlecht. Und hier in der Mitte meine Holzmann TS200, die ich auch hier auf dem Gestell gebaut habe. Und da ist unten die Oberfräse mit eingebaut, die ist gekapselt. Das heißt, um die Oberfräse drumherum habe ich ein Gehäuse gemacht. Ja, die Höhe kann ich hier mit allem verstellen. Ja, habe ich auch ein Video drüber. Ja, jetzt fragt ihr euch, was macht man damit in seiner Werkstatt? Genau, ein Staubwedel ist das. Staubwischen. Ich weiß nicht, wie ihr in eurer Werkstatt Staub wischt. Kann ich natürlich hier mit Pressluft machen, ausgeschalten, ja, und erst überall rumpusten. Aber das Ding hat sich bewährt. Man kommt ganz gut an Stellen, wo man sonst nicht so einfach hinkommt. Hier. Hier probiert er selber mal aus. So ein Ding gibt es auf jedem Billigmarkt hier. Ich möchte darauf nicht mehr verzichten. Ja, ist gar nicht so viel Staub hier im Moment. Ach, jetzt sind wir übrigens angekommen an meinem Tellerschleifer. Den habe ich auch schon vor 40 Jahren mir gebaut. Und zwar bei allen Bauformen von Tellerschleifern, finde ich, habe ich hier Folgendes gemacht, dass ich diese
diese verstellbare Wand, sage ich mal, ist hier unten drunter sind Schrauben, da kann ich das hier drauf verrücken. Die stelle ich mir so fein ein, dass hier das die Schleifscheibe gerade mal so 2/3 Zehntel rausguckt, sodass ich da dran lang schleifen kann. Und der trägt mir dann hier, ich kann praktisch die Oberfläche mir dann so wegfräsen. Das finde ich besser als an den anderen Bandschleifern, die ich sonst immer sehe. So, nochmal zum Staubwischen. Hier ist die schwarze Fläche. Jetzt könnt ihr so ein richtig deutliches Ergebnis sehen. Hier. Und man pustet es nicht in der ganzen Werkstatt rum. Also ich mache das ab und zu mal hier damit. Habt ihr eine bessere Idee? Ja, zum Schluss von meiner Runde durch die Werkstatt hier noch das Provisorium, das Videostativ, was ich mir einfach mal auf die Schnelle vor einem halben Jahr, als ich angefangen habe, gebaut habe. Einfach hier Klemmung und das klemmt durchs Eigengewicht und hier drauf klemmt normalerweise die Kamera. Und weil meine Kamera eben das ist eine Fotokamera, ne? Weil die kein schwenkbares Display nach vorne hat, das habe ich als Hobbyfotograf nie gebraucht, habe ich mir da einfach da diesen Spiegel dahinter montiert und ja, Provisorien leben am längsten. Und hier habe ich dann noch nachgerüstet, noch ein bisschen Licht hier drauf gemacht, LED. Und das schraube ich mit einer Gewindestange einfach zwischen Decke und Fußboden fest. Hat sich eigentlich bewährt bis. Ja, ihr Lieben, ja, ich weiß nicht, ob es euch was gebracht hat. Also ich gucke mir ab und zu mal ganz gerne andere Werkstätten an, weil mal die eine oder andere Idee, wo vielleicht gar nicht drüber gesprochen wird, die für den Werkstattinhaber selbstverständlich sind, sodass man da gar nichts drüber verliert. Aber da habe ich so manches auch schon gesehen, was mir gut gefallen hat und was ich dann auch umgesetzt habe. Ja, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und für euer Abo und für den Daumen nach oben. Bis bald mal wieder. Ciao.